Hoi mein lieber Bundespapi. Sorry gell. Ich habe eine Eilmeldung für dich, mein liebster Bundespapi. Da sägt jemand an deinem Stühlchen. Was da über dem Teich langsam an der Tagesordnung ist, erreicht jetzt auch Bizeli, unser schönes Schweizerländle. Sorry gell Bundespapi. Aber ich habe es dir immer und immer wieder gesagt. Und wenn jetzt auch vereinzelte politische Zeitgenossen Bizeli aus dem Winterschlaf erwachen, könnte es demnächst wirklich ein wenig windig werden im Bundeshüsli. Die Beizen dürfen Ungepiekste aussperren? Hab ich da richtig gelesen, Bundespapi? Sorry gell. Aber was ist denn so mit der Diskriminierung? Weil so wie ich irgendwo gelesen habe, müssen die Gepiekste noch immer getestet werden und natürlich auch die Maske tragen. Hä? Für was nützt dann genau nochmals der Pieks? Ja. Ich weiß, ich stehe natürlich wieder einmal auf der Leitung. Sorry gell, aber da macht's in meinem oberen Stübli Bizeli Error. Hauptsache aber prüft ihr Sonderregelungen für die Gepieksten. Finde ich natürlich sensationell. Geht das dann unter Überstunden? Geheimpapier des Bundesrats zeigt. Geheim? Sorry gell, aber darum ist es ja eine große Schlagzeile in unseren qualitativen Medien. Da ich ja Brillenträgerin bin, bin ich natürlich eher vor diesem Virus geschützt. Dazu habe ich ja noch immer mein geliebtes Lama. Du siehst, mein Immunsystem ist unendlich stark. Sorry gell. Allerdings habe ich schon wieder gelesen, dass am Ende nur die Pieks-Pflicht hilft und Pieks-Gegner seien nicht recht bei Sinnen und lassen sich kaum von ihrem Irrglauben abbringen. Dann würde am Ende ein gesetzliches Gebot zum Pieksen kommen. Also wie hast du nochmals gesagt? Ein Zwang ist verboten, aber ein Obligatorium ist dann wieder etwas anderes und eine Pflicht natürlich auch. Sorry gell. Aber da müssen wir jetzt schnell darüber sprechen. Also ich bin ja steuerpflichtig. Wenn ich allerdings dem Steueramt sagen würde, ich möchte meiner Pflicht nicht nachkommen, was denkst du Bundespapi, würden die mir sagen? Ich muss. Ein Muss ist irgendwie doch auch Bizeli-Zwang. Und Steuern sind ja obligatorisch. Also bitte erklär mir die Unterschiede zwischen Pflichtobligatorium und Zwang. Vielleicht mache ich aber auch wieder Bizeli ein Durcheinander. Sorry gell. Du Bundespapi, hab da noch etwas gefunden heute Morgen. Freiheit darf nicht an eine Impfung geknüpft sein. Vielleicht kannst du das ja Onkel Gipamelin ausrichten, er ist ja ein Zitatliebhaber. Sorry gell wie ich. Nun wünsche ich dir einen wundervollen Dienstag und bis bald. Ach ja, geh bitte auf keinen Fall golfen. Skifahren geht und der Spaziergang an der überfüllten Seepromenade natürlich auch. Sorry gell. Aber golfen muss besonders gefährlich sein. In Liebe, deine Bundestochter Stefanie. In Telegram zu finden unter. Sorry gell.